So, jetzt stehen wir hier mal vor so einem Taktikboard und zeig uns doch mal eine einfache Annahmeübung, also Aufschlag-Annahmeübung. Und worauf achtest du bei deinen Annahmespielern, wenn es mehrere sind in der Annahme? Wir arbeiten viel mit Zweier und wann ich zu zweit annehme. Ich habe natürlich immer den Konfliktzone zwischen zwei Spielerinnen. Und den Konfliktzone ist immer die schwierigste Situation für Annahmespieler. Nimmst du den Ball, nehme ich den Ball, wer macht was? Und wir haben da ein System, wobei wir das so machen, dass alle Bälle, die zwischen die zwei Spielerinnen kommen, im Prinzip diagonale aufgeteilt sind. Und früher hat man dann gesagt, da machen wir einfach zwei komplett diagonale Linien durch ein Feld. Ist gut, um am Anfang das anzulernen. Das Ding ist aber, das wird dann nachher übertrieben, weil dann geht der Außenspielerin, kommt, nimmt sogar den Ball vielleicht an den Mittelspielerin vorbei. So, wir haben jetzt gesagt, wir machen eine diagonale Linie und der läuft von linken Fuß von der Innenspielerin bis der Außenfuß von der Außenspielerin. So dass nur die Mittelzone verteilt wird. So, die Mittelzone wird verteilt und alles, was dann da außen kommt, ist immer noch vor grün. Oder diese Bälle sind für die Mittelspielerin, die annimmt. Okay. Woran machst du das fest, ob ein Spieler in der Annahme weiter vorne oder weiter hinten steht? Das sind sehr viele Sachen. Sehr wichtig ist, okay, was ist die Präferenz von der Spielerin selber? Manche Spielerinnen spielen besser von oben, manche Spielerinnen spielen besser von unten. Eine Spielerin, die zum Beispiel lieber von oben annimmt, würde ich weiter nach vorne stellen, eine Spielerin, die besser von unten annimmt, lieber ein bisschen weiter nach hinten. Kommt Körpergröße noch dazu und auch den Typ Aufschlag. Und da sind sehr viele Variablen. Und da gucken wir nicht nur nach, von welcher Position wird aufgeschlagen, aber gucken wir auch nach, okay, mit welcher Hand und welcher Anlaufrichtung, weil das unterschiedliche Ausgangspositionen gibt für die Annahmespielerin. Wie ist das in einem Punktspiel? Guckst du das genau und gibst den Mädels dann Anweisungen während des Spiels oder macht das ein Co-Trainer? Im Prinzip trainieren wir alle unterschiedliche Sachen. So die Mädels müssen dann im Spiel in erster Instanz selber eine Entscheidung machen. Wir machen regelmäßig auch mit Videovorbereitung, dass die Annahmespielerin schon alle Aufschläge von einem bestimmten Gegner oder einer bestimmten Spielerin von einem Gegner gesehen haben und sich schon darauf vorbereiten können, was kommen kann.